werden wir den Trabi abholen und mal schauen, ob wir den zum Laufen bekommen. Der sieht ziemlich schlecht aus, so wie er auf Optik aussah. Und ja, wir sind auf dem Weg, sind noch 42 Minuten Fahrt. Und wir sehen uns, wenn wir dann dort sind. Da war die Bezahlung. Ehrlich. Ja. Stück kannst du noch? Gut. Alles klar. Danke. Reicht mit Schwung, Alter. Ja, du musst ja mit Inma komplett raus, ne? Ja, okay, dann mach. Ich mach noch ein bisschen mehr. Mach doch. Passt mit dem Spanngurt oder verpitzt er sich irgendwo? Nee, du fährst genau gut. Ist genau in der Mitte, passt mit Spanngurt. Dann zieh den nochmal raus, weil ich will nicht, dass da irgendwas bei meinem Auto sich verfängt und ich auf einmal meinen Auspuff abreiße oder so. Attacke! Okay, Attacke! Guck, ob's läuft. Läuft, ne? Läuft! Wir sind richtig am Arsch jetzt. Das müssen wir jetzt abräumen. Wie kriegt man den jetzt hier weg? Boah. Seine scheiß Idee. Nein, der Spanngurt ist zerrissen. Nein. Na, ich hätte das nicht verbinden sollen. Junge. Okay, das ist echt geiler geworden, als ich gedacht hätte, Junge. Das hat meine Erwartungen voll übertroffen. Ich weiß noch nie, wie ich jetzt ein Village Run Video machen soll. Soll ich auch sagen? Okay, genau, ja, so, ja, wie ihr seht, das Ausladen hat nicht so gut geklappt. Der Trabi ist N2. Naja, das kann ja mal passieren. Aber wir können ja trotzdem versuchen, den Motor zum Laufen zu bekommen. Dann mache ich hier hinten einfach ein kleines Rollbrett dran als Hinterachse. Und dann gucken wir mal, ob das Ding fährt. Der Motor ist ja soweit noch ganz gut. Junge.
So, schön. Also wir haben den Motorpart separiert vom Rest, sag ich mal. Das hat eigentlich sehr gut geklappt. Und genau, jetzt versuchen wir den zum Laufen zu bringen. Aber jetzt machen wir erstmal alles sauber. So, ja, wie ihr gerade gesehen habt, ist das Village Run diesmal ein bisschen anders verlaufen. Die Karosse und alles wurde verschrottet, weil das wirklich gar nicht mehr zu retten war. Du hättest auch gar nicht mehr mit rumfahren können, weil das Ding halt schon unten komplett durchgebrochen war. Hier ist es der eine Motor, den ich dazu bekommen habe, und wir werden einfach mal mit dem starten. Village Run, ob er anspringt. Der ist gut, weil der hat 12 Volt. Sprich, wir müssen ja eigentlich nicht viel dran machen. Ich habe noch zwei Batteriekabel gefunden und zwei Zündspulen und eine Batterie. Und da müssen wir uns jetzt einfach gleich einen kleinen Kabelbaum für basteln. Hier an den Zündspulen sind auch noch Kabel dran. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier umsetzen. Aber prinzipiell muss die Zündspule einfach nur irgendwie an Masse mit dem Gehäuse. Dann das Grüne ist, glaube ich, Plus. Das muss einfach an Pluspol von der Batterie bzw. an den Zündschloss. Aber wir haben jetzt kein Zündschloss, also machen wir es ohne. Und genau, die anderen zwei Pole gehen dann hier, sind dann vermutlich die hier aus der Zündung rauskommen. Ja, aus der Unterbrecherzündung. Wenn ein Unterbrecher drin ist, dann ist es eigentlich relativ simpel. Bei der Elektronikzündung braucht man ein bisschen mehr, aber da wir Unterbrecher drin haben, sollte es eigentlich jetzt relativ einfach werden. Wir müssen jetzt bloß mal schauen, weil bei dem Motor hier vorne das, ja, man sieht es hier ein bisschen total eingedrückt. Also wir bauen jetzt erstmal die Anbauten hier runter und genau, gucken mal, ob der Zylinder noch in Ordnung ist. Ein Vergaser ist nur noch dran, und zwar ein Blockvergaser, also der alte, was vielleicht auch nicht unbedingt schlecht ist. Und ja. Na, wir gucken jetzt mal. Ich habe mal den Anlasser angeschlossen. Hier dürfte eigentlich noch nichts passieren, ja. Das ist schon mal gut. Ich hoffe, übertrieben wir noch ein bisschen fest hier, weil sonst haben wir keinen ordentlichen Kontakt und dann brauchen wir uns auch nicht, wenn er ganz schlecht funktioniert. Richtig. Naja, gut. Das soll reichen. So, jetzt gucken wir erstmal. Theoretisch. Der, was man jetzt hier hört, das ist der Magnetschalter, den ich ja eigentlich jetzt direkt ansteuere.
Der scheint aber jetzt nicht direkt zu funktionieren. Wir versuchen jetzt mal eine Direktüberbrückung. Okay, das funktioniert gar nicht. Das ist schon mal gut. Scheint auf jeden Fall schon mal ein bisschen Saft zu sein. Ich muss mir mal was anderes von unten überbrücken und machen. Vielleicht können wir mal. Ich glaube, der ist fest, der Motor. Ja. Geil. Doch nicht fest. Gut, also gedreht hat er. Ich würde sagen, bevor wir den weiter groß orgeln, nehmen wir erstmal die Kerzen raus, packen erstmal ein bisschen Öl in die Zylinder, weil die jetzt so ziemlich trocken sein werden. Es wäre auch vermutlich sinnvoll, hier diesen Vergaser mal abzuschrauben vorher, weil wenn wir jetzt dadurch den mit ein bisschen Fremdsprit starten, dann spülen wir quasi den ganzen Schmand, das hier war richtig Erde drin, in den Motor rein. Das wäre vielleicht nicht unbedingt das Ziel. Deswegen, ja. Wir basteln mal fix den Vergaser ab und machen mal die Kerzen raus, mal ein bisschen Öl rein und ja, genau. Sehen uns gleich wieder. Gesicht des Kanals. So, unser Azubi oder unser, nicht Azubi, sondern unser Facharbeiter wird jetzt ja mal einen Kompressionstest durchführen. Ja, dafür schrauben wir jetzt hier mal diesen Aufsatz hier rein. Wir haben jetzt gerade den Magnetschalter noch getauscht. Der funktioniert jetzt. Der andere war irgendwie kaputt, keine Ahnung. Kriegt man vielleicht auch wieder gängig, aber jetzt haben wir erstmal einen funktionierenden. Genau, und wenn das jetzt hier dran ist, wenn die Messuhr angeschlossen ist, richtig? Jawohl. Dann füllen wir das mal und ich überbrücke mal hier. Mach mal Stopp. Ja. Muss ja mal Druck ablassen. Habt ihr einen Riemen überhaupt? 9 Bar. 9 Bar? 9 Bar. Also hat es gerade gehabt. Okay, das ist perfekt. Das ist schon mal sehr gut. Also der ist top, der Zylinder. Super Kompression. 9 Bar ist sogar mehr als wir bis jetzt hier hatten. Ich glaube sonst waren es immer 8. Die Kompression sollte eben immer mindestens 7,5 oder so sein. Alles unter 7 ist dann eher schon schlecht. Der läuft zwar noch mit weniger als 7 Bar, aber das merkst du halt dann schon an der Leistung und wie er anspringt und allgemein. Also umso mehr Kompression der Trabi hat, umso besser ist es eigentlich. Natürlich sollte er jetzt keine 20 Bar haben. Da hat man dann schon vielleicht Angst, dass einem irgendwann mal der Zylinderkopf wegfliegt. Aber ja, alles so zwischen 8 und 10 ist gut und ja. Alles drunter ist dann nicht mehr so super. Ja, auch 8,5. 8,5, sehr schön. Ja. Gut. Dann haben wir das schon mal gemacht und wir wissen, dass der Motor soweit erstmal nicht schlecht ist. Jetzt werden wir uns um die Zündung kümmern. Da brauchen wir eigentlich nur ein paar Kabel. Müssen quasi uns einen Plus holen an die Zündspule, was dann sozusagen das Zündschloss simuliert. Und dann mit den zwei Kabeln an die Zündspule und die Zündspule muss dann noch irgendwie an die Masse. Da können wir dann überlegen, ob wir einfach uns hier oder so mit, dass wir uns die zwei Zündspulen. Wo sind sie? Die liegen da unten irgendwo auf dem Punkt, da hinten. Quasi wäre jetzt meine Idee gewesen. Die einfach hier, zack, und ein Lochband drüber oder so, dass die irgendwie ein bisschen an der Masse sind. Das reicht uns völlig aus zum Testen. Wir wollen ja nur wissen, ob das Ding läuft. Und genau, dann kriegt das der gute Scotty im Idealfall. Genau. Ja, Vergaser haben wir noch abgeschraubt. Genau. Weil der wie folgt aussieht. Sieht man das? Auf jeden Fall ziemlich ranzig. Ja, dazu kann ich auch gerne ein Tutorial machen, wie wir den sauber machen. Hier im, sag ich mal, Worst-Case-Szenario, wie der Vergaser im schlimmsten Falle aussehen kann. Ich glaube, einen viel dreckigeren Vergaser findet man gar nicht. Ja, genau. Und da kommt mal ein separates Video, wie wir den reinigen. Gut. Tschüss. So. Wir haben die Zündung soweit angeschlossen. Das ist eigentlich relativ simpel, einfach von der Unterbrechung. Okay, hier das Kabel ab, das muss ich mal noch fix da dran twisten hier.
Das ist ja keine professionelle Verkabelung, aber es geht ja nur um den Test, ob es funktioniert. Und ja, sollte hoffentlich so gehen. Genau. Also prinzipiell einfach nur von der Zündspule die zwei Kabeln, also von der Zündung unten. Und dann einmal ein Dauerplus, was ich mir direkt hier vom Dings geholt habe. Und ja, ich würde es einfach mal versuchen. Was passiert, wenn ich hier den Magnetschalter Saft drauf gebe? Schauen wir mal, ob wir hier einen Funke jetzt haben. Ja. Auf der einen Kerze. Nur auf der einen? Ja, bei der hatte ich jetzt keinen gesehen. Okay. Ein Funke ist schon mal besser als keiner. gucken wir jetzt mal, woran das liegen kann. Entweder hier irgendwie was mit den Kabeln einfach nicht richtig. Ja. Oder das Zündkabel hier ist problematisch. Was auch nie unwahrscheinlich ist. Ich versuche das mal hier abzudrehen. Auch ziemlicher Schmand noch da. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach kurz nochmal. So, diesen aber dran. Wir versuchen es nochmal. Vielleicht haben sie es aber nicht richtig gesehen. Ich habe es ja auch nicht für eine Sekunde. Ist auf der einen Seite, auf der einen Kram auf jeden Fall was. Achtung. Ja. Nee, war nur eine, ne? Die kommt und die hier nicht. Soll ich mal andersrum machen einfach? Wir können mal Folgendes machen, und zwar mal die zwei Kabel hier einfach vertauschen. Boah, hier war Saft drauf. Mist. Alter, wie viel? Was ist denn da los? Ich weiß nicht, ob das normal ist. Wird nichts. Ah, sollte jetzt vielleicht auf der anderen Seite rauskommen. So, jetzt müsste eigentlich auf der anderen rauskommen. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir irgendein anderweitiges Problem. Achtung. Ja. Auf der anderen? Ja, ist auf der gekommen. Okay, dann haben wir ein Problem mit der Unterbrecherzündung. Dann schauen wir uns die Unterbrecherzündung einfach mal fix an und ja. So, Batterie machen wir dran. Zack, und jetzt gucke ich mal. Moment, weit. Irgendwas stimmt ja noch nicht. Wenn er einen Funken hätte, müsste er jetzt eigentlich zünden. Also wir können es ja nochmal so probieren, indem wir die Kerzen nochmal rausmachen. Ja. Ob er jetzt vielleicht einen Funken hat, aber so ist jetzt gerade eben noch nicht angesprungen. Wenn er einen Funken hätte, müsste er eigentlich anspringen. Ja. Nochmal rausbauen. Schauen wir nochmal raus. Gucken wir nochmal nach. Gut. Schon gedacht. Feuer! Scheiße. Die Bremsen rein, die brennt. Ja. Sind ja weg, das war nicht viel Brandmaterial haben. Mist. So. Wir drehen es mal um, ich glaube, der ist verkehrt rum jetzt. Weil der nur so ganz selten mal ballert. Alter. War es vielleicht doch am Anfang richtig rum? Das hier, ne? Ja. Standgas ist so, wenn man so macht, gibt es Gas. Aha. Gib mal ein bisschen was rein. Läuft doch! Alter, ich finde das übelst laut. Hat gar keinen Auspuff dran. Ja.
Lass mal den Trümmer wenigstens dran schrauben. Ja, Junge. Kamera. Achtung. Da haben wir noch ein bisschen Sprit rein. Und ein bisschen Gas geben, da schwimmt es ja drin eigentlich. So, da schwimmt es drin. Achtung. Funken aus dem Auspuff. Alter. Gutes Zeichen. Nee. Alter, war das laut. Hoffentlich war das durchgemischt. Gib mal lieber noch ein bisschen Öl nach. Läuft. Ja, läuft. Funken aus dem Auspuff. Das ist gleich. Ich weiß ja nicht. Das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht. Nicht, dass wir den Pfeffer haben schon. Machen wir mal ein leichtes Gas. Achtung. Ja. Also der läuft. Ich denke mal, das war's für das Wildrun mit diesem Motor. Jetzt machen wir noch den anderen, den wir drüben haben. Und ja, ihr habt gesehen, er läuft. Klar, bleibt er jetzt nicht an, weil ich den Vergaser nicht gereinigt habe und ihn jetzt nochmal hier fremd gestartet habe. Macht aber jetzt auch wenig Sinn, wir wollen ja nicht damit losfahren. Mir geht es ja darum zu wissen, ob der Motor läuft. Und das macht er. Auch auf beiden Zylindern. Also sind beide warm geworden. Und ja, ich denke mal, das war auf jeden Fall ein Erfolg. Und jo. Klemmen wir noch die Batterie ab. Dass hier keine Unfälle passieren. Ja, meine Ohren sind jetzt taub. Es hat ordentlich gescherbelt. Meine Nachbarn hassen mich jetzt wieder. Und genau, dann machen wir mit dem nächsten weiter. Gut. Also hier seht, dreht er schon mal. Wir machen jetzt mal ein bisschen Sprit rein. Gucken mal. Anfeuert. Ja, prinzipiell, was gibt es darüber zu sagen? Wir haben jetzt einfach nur schnell alles umgestöpselt, von dem einen auf den anderen. Zündung dran gemacht, Magnetschalter dran gemacht und Vergaser dran gemacht von dem anderen. Geben jetzt einfach mal ein bisschen Sprit drauf. Hast du Gas offen? Gas offen kann man mal. Oder Gas ein bisschen auf. Ich gebe mal leicht Gas. So. Und wir gucken einfach mal. Haben wir jetzt noch gar nicht kontrolliert. Die sehen auch ein bisschen schlecht aus, die Kerzen. Sehr mystisch. Und wir wissen ja auch gar nicht, ob die Unterbrecherzündung hier funktioniert. Ich glaube, das ist irgendwie ein 24er Schlüssel oder so, das ist auf jeden Fall fett. Deswegen prüfen wir jetzt erstmal die Elektronik. Für die zweite. So, versuchen wir es nochmal. Wir haben jetzt einfach mal die Kabel getauscht, unten gecheckt, unten funkt es. Oben kriegen wir die Kerzen nicht raus, weil das irgendwie eine ganz komische Schlüsselweite ist, die ich nicht habe. Zumindest nicht als Langnuss. Und ich gebe einfach nochmal ein bisschen mehr Gas dazu. Und guck mal. Jetzt also er hat gerade kurz gefeuert, ja. Aber hat aus dem Vergaser rausgefeuert, sprich jetzt muss es verkehrt rum sein, dann tauschen wir es nochmal zurück. Ja, der muss einfach ein bisschen leiern. Der muss, denke ich mal, einfach ein bisschen leiern, der wird schon noch anspringen jetzt gleich. Ja. Denke ich, also. Ach komm. Das ist auf jeden Fall nicht professionell, wie wir das hier machen. Aber es geht halt nur zum Testen jetzt hier. Also, warum soll ich jetzt hier das ordentlich verkabeln, wenn ich das eh gleich wieder abmache. Profi spricht. Das würde ich euch empfehlen, im Betrieb oder so nicht so zu machen. Da wird nämlich ziemlich schnell gefeuert.
Oh, noch ein bisschen Sprit rein. Klappe die dritte. Extra Sprit kann nie schaden. Nicht, dass der dann zu lange läuft. Zu lange? Dann mach mal. Komm jetzt. Mausenest kommt raus. Oh. Der hat kurz gemacht, ordentlich, bevor er. Der hat kurz. Ah, kurz. Kurz hat er was gemacht, aber. Zweites Mal, eine Ehrenrunde. Ich würde sagen, das reicht. Genug Lärm gemacht. War ein Erfolg. Angesprungen ist er, er läuft, wenn man jetzt den Vergaser sauber machen würde. Und vielleicht noch ein bisschen Wartung hier, mal vielleicht neue Kerzen rein oder so. Würde der auch prima laufen, aber ich denke mal, also prinzipiell nur Vergaser reinigen. Und der würde auch anbleiben, mache ich jetzt in dem Fall nicht. Das Vergaser reinigen Video kommt demnächst. Ja, können wir ja auch nochmal machen und dann nochmal testen. Aber ihr habt gesehen, der Motor läuft an sich. Ja, 500er Trabant Motor oder 600er, ich weiß nicht genau. Was sowieso genau überhaupt gleich war. Viel nimmt sich nicht an den Dingern, außer ein bisschen die Leistung, aber ja, Beta-Motoren laufen. Schön. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war jetzt kein typisches Village Run, wo man die Karre zum Laufen bringt, die Karre wurde halt einfach direkt verschrottet. A, weil ich bei mir keinen Platz dafür habe und B, weil das Ding halt wirklich gar nicht mehr zu retten war. Also wenn jetzt irgendjemand schreibt, ja, schade um den Trabi. Nein, ist nicht schade drum gewesen. Der war, wie er ist, irreparabel. Ich habe auch keine Papiere dazu gehabt. Du blendest mal ein Bild ein. Also, ihr seht ja, wie das Ding beim Ausladen gleich zerrissen ist. Das war vorher schon durch. Das ist nicht beim Ausladen passiert, der war vorher schon komplett durch unten. Und ihr seht ja auch noch, wenn ihr jetzt mal hier guckt, das ist die Motorhalterung. Hier, was zum Rahmen hinging. Also so viel dazu, so viel war noch davon da. genau. Aber ich sag mal, wir haben immerhin den Motor gerettet und jetzt freut sich bestimmt noch irgendjemand drüber. Ich werde den jetzt hier verkaufen, den Motor. So relativ kleines Geld und ja, genau. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Und ja, ciao, ciao.